Hallo zusammen, der Rox läuft nicht mehr. Ich habe jetzt 1700 Kilometer drauf und der ruckelt nur noch. Also wenn ich hier die Zündung einschalte, oh sorry, ich habe schon 1900 Kilometer drauf. Ich löse die Handbremse, stehe auf der Bremse, schalte den ein und mache zum Beispiel den Rückwärtsgang rein. Und will losfahren. Dann geht nichts mehr. Gestern hat er noch geruckelt. Vorwärtsgang rein. Da geht nichts mehr. Gestern hat er ein bisschen geruckelt und jetzt ist die Karre tot. Also Leergang draußen. Retour. Ja, jetzt ging was. Er ruckelt nur so ein bisschen. Ihr seht, Vorwärtsgang, da geht auch nichts. Ja. Also wenn ihr hier eine Antwort habt, was ich machen soll, sagt es mir. Ich kann jetzt nicht mehr fahren. Rückwärtsgang rein, nochmals. Es gibt nur so ein leichtes Klick und dann ist die Karre tot. Ja, wenn ihr eine Antwort habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe jetzt die Spannung kontrolliert. Ich habe die Sicherung hinten rausgenommen. Die 50 Ampere hier hinten drin. Die Spannung von der Zusatzbatterie kontrolliert. Die Batteriekapazität ist voll. Vielleicht nicht ganz. Ich habe nur 67 Kilometer. Kann ich noch laden, aber das Ding fährt nicht mehr. Also das heißt, tote Hose, ich habe Retourgang drin, da läuft nichts mehr. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.